Das Gemeine ist, das Level hier hat einen Secret Exit und das war das einzige Secret Exit, was ich in meinem Spielstand, also von meinem originalen Spielstand auf meiner Super Nintendo nicht hatte. Weil ich nie wusste, wie, also, das ging von, aus meinen Kindheitstagen. So, und auch selbst, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich muss allein auch schon auf 5 Münzen hier gucken. Ich weiß, dass der Weg hier der falsche ist, aber Yoshi-Coin-mäßig muss ich auch mal ein Auge drauf werfen. War da ein Yoshi-Coin? Ich habe das gar nicht erkannt. Das war jetzt blöd. Wobei, ach, für ein Secret Exit scheint es aber... Nee, es ist, nee, ich brauche... Wobei, wir können es ja probieren, Moment. Also, ich kann euch schon mal sagen, wo das Secret Exit sich befindet. Nämlich hier oben. Aber der Weg dahin, der ist ein gar nicht so einfacher. Denn wir müssen mit einem P-Switch uns da eine Brücke reinbauen. Oder ich glitch mich einfach da rein. Oh yeah, cool. Das wusste ich gar nicht, dass ich das so einfach hinkriege. Auf jeden Fall war das das Secret Exit, was ich nie hinbekommen habe. Und selbst jetzt, wo ich das weiß, auf meinem originalen Spielstand, auf meiner Cartridge, ich habe das Spiel ja noch auf meiner Super Nintendo, habe ich bewusst auf meinem Spielstand 1 dieses Secret Exit nie gemacht, weil ich, also jetzt, wo ich das weiß, weil Jahre später, 15 Jahre später, weil ich mir gedacht habe, so, nein, es muss authentisch bleiben. Okay, und jetzt müssen wir mal hier rein mit 5 Yoshi Coins und es irgendwie hinkriegen. Ich habe irgendwie mein Cape kaputt gemacht und frag mich nicht, wie das gerade passiert ist. Ja, okay, dann nicht. Ich habe jetzt kein Cape mehr. Ist auf jeden Fall die Story. Ah, ich hätte auch den Stern nehmen können. Ich habe es irgendwie verkackt. Ich habe zu schnell Select gedrückt. Wo ist mal der Ausgang? Ich wäre bewusst nicht in den Ausgang. Ich glaube, der vorletzte war der Ausgang. Genau. Oh, das muss ich machen. Aber, Moment, ich nehme mal erst die Münzen hier. Und das wäre jetzt der offizielle Weg gewesen zum Secret Exit. Ich müsste hier Brücke bauen, ne? Ihr seht. So, aber das Ding hält ja nicht lange. Aber ich hätte es nochmal geschafft, wenn ich gewollt hätte. Cool. Wow, ich bin der Beste. Weil es ist echt nicht mal leicht so hinzubekommen. So, ich gehe nochmal nach links, weil ich irgendwie das Gefühl habe... Ich müsste hier... Ah, seht ihr, ich habe sogar recht. Ich habe recht, ich musste hier. Okay, und jetzt nur noch einmal... Nochmal das Ganze und dann... Ab ins Ziel. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste ich in die vorletzte Tür. Aber ich nehme natürlich schon mal schön das ganze Geld mit und das One-Up. Okay, war... Komplett richtig alles. Schön. Damit haben wir das abgeschlossen. Ja, ist gar nicht so einfach teilweise. Wenn man alles haben will, ne? Secret Exit, Normal Exit und die Münzen, ne? Gut, dann geht's hier weiter. Ein Spaßlevel kommt jetzt, oder? Warte, nee. Ich verwechsel die Level gerade. Okay, es war doch das Spaßlevel. Ah! Okay, ich hab's verkackt. Ich hätte es besser machen können. Nee, es ist ein Spaßlevel, weil es sieht halt nach Cave aus, aber es hat die Spaßmusik. Und die Dinger sind neu in diesem Spiel, weil... Toll. Die haben jetzt Soundeffekte. Die hatten vorher keine Soundeffekte. Ja. War hier nicht was? Okay, cool, danke, tschüss. Also ob ich oben oder unten lang gehe, macht halt keinen Unterschied. Deswegen... Hoffe ich mal, dass da keine Yoshi-Coin war. Ne, war nicht. Gut. Cape hätte schon gut gebrauchen können, diesem Level. Deswegen schade, dass ich es mir irgendwie versaut habe. Und schade, dass auch das irgendwie nicht funktioniert hat. Okay. Eine noch. Aber wo könnte die sein? Oh, da ist sie. Direkt vor mir. So, ab ins Ziel. Sehr schön. Man musste schon ein bisschen gucken, aber alles cool. Alles cool. Alles cool.
So, dann hier. Ach ja, das hat auch einen Secret Exit. Nun denn. Diese Steine haben jetzt auch Soundeffekte. Das gab's vorher auch nicht. Ah ne, hier kommt man wieder raus. Denn rein geht's hier. Da. Los. In ein Eisgebiet. Ups. Okay, nochmal richtig hier. Und es lohnt sich, weil Münze. Okay. Hier oben wartet mein guter Kompatre Yoshi. So, hier muss ich mal gucken. Auch hier gibt es wieder mehrere Wege. Nicht, dass hier irgendwo... Ja, seht ihr, hier ist eine Yoshi-Coin. Ey, das Leben darf koexistieren. Und ich krieg sogar, weil anscheinend alles auf Lava sitzen darf. Leben, Trampoline. Nur ich darf da nicht hin. Okay, auf den hätte ich eigentlich ganz gerne auch verzichtet, aber jetzt Pech gehabt. So, da nehme ich mir mal die Zeit zu warten. Das ist mir wert. Du störst mich, du musst erstmal sterben. Okay. Das könnte auch ein neues Level-Element hier sein. Daran erinnere ich mich gar nicht, dass es sowas hier gab. Oh, okay. So, es wäre auch ganz cool, wenn ich schaffe, Yoshi bis zum Schluss zu behalten. Warte mal, ich muss das hier in Ruhe immer machen, weil ich keine Ahnung, was unter mir liegt. Okay. Da ist die fünfte Münze und wir haben Yoshi verkackt. Schade. Das wäre nämlich unser Secret Exit gewesen. Denn wir müssen einmal hier mit ihm das Ding da rausholen. Was nicht schlimm ist, ich muss ja sowieso ein zweites Mal hier rein. Aber jetzt muss ich auch wirklich nochmal darauf achten, ihn zu behalten. Sonst doof. Aber den kompletten Weg müssen wir so oder so zweimal gehen. Nur hätte ich das jetzt schon geschafft, dann hätte ich jetzt bei dem zweiten Anlauf, der jetzt da ist, mir jetzt keine Gedanken machen müssen, dass ich ihn auch behalten muss. Und ich sonst verkacke. In dem Fall muss ich jetzt wieder vorsichtig dranbleiben. Ah, dafür können wir uns andere unangenehme Stellen hier sparen. Oh, komm mal mit. Ich will fliegen. Naja. So, ganz wichtig, er darf nicht verloren gehen. Wir kriegen hier keinen neuen. Aber ich nehme mal trotzdem den Checkpoint, weil dann, falls ich hier verkacke, kann ich mir einfach von woanders einen Yoshi holen. Und den hier einsetzen. Okay, wieder fliegen. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Wow, ey, der gibt Münzen. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist auch neu. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gerade hier, der letzte ist immer der Böse, der mich irgendwie immer kriegt. So, nimm. Yes. Gut, und das führt uns einmal hier und zur Sternwelt und dahin und dahin und dahin und letztes Schloss, vor Bowser Schloss. Ach ja, okay, gut, ich weiß ja wieder, warum ich das Schloss hier nicht mag. Stimmt, natürlich. Das ist ja, ach nee, wir kommen ja eh gleich nochmal da hoch. Alles gut. Es ist ein langer Weg mit Ketten. Ich meine, an sich ja cool, dass man so viele coole Features in das Spiel gebaut hat. Wie sowas hier. Also wenn wir jetzt von 1991 oder 1990 ausgehen, ja. Zum Originalspiel. Zum Zeitpunkt, wo dieses Spiel herauskam, kannte man das ja alles. Oh, hallo, Münze 2. Okay, läuft ja alles gut soweit. Ich hab dick Items. So, man denkt, hier geht's weiter, aber nö. Erstmal noch eine Runde hier runter. Und dann hier hoch.
Da lacht Münze, Nummer 3. So, jetzt die Frage, soll ich hier weitergehen? Ihr denkt jetzt, natürlich gehst du hier weiter, aber was denn sonst? Nein, weil man kann immer noch hier runter. Oh, ja, ich will hier runter. Moment. Okay. Ich habe jetzt dummerweise mein Cape hergegeben, mein Ersatzcape. Aber mir war es wichtig, erst die Dinger zu sammeln und dann in den Checkpoint. Weil jetzt sind die mir sicher. Selbst wenn ich hier verrecke, alles cool. So, das hier ist eigentlich eine ganz nette Level-Section. Wenn man ein Cape hat. Ohne Cape ist die doof. Weil ich mir jederzeit aufmachen kann hier. Aber ohne Cape bin ich auf die Magic Coopers angewiesen. Und genau das wollte ich euch natürlich demonstrieren. Deswegen habe ich mir extra das Cape nehmen lassen. Und dann seht ihr gar nichts, weil hier passiert jetzt nichts mehr. Hallo. Hallo. Danke. Und da muss man diesen ekligen Sprung da runter schaffen. Oder zumindest das hier. Geh weg. Dass mich echt einer erwischt hat noch. Und jetzt geht mir noch die Zeit gleich aus, aber ist okay. Ja. Geh bitte. So. Interessanterweise ist der letzte von den Koopalings irgendwie genauso gestaltet wie der erste Koopaling. Also wirklich das gleiche exakte Bosslevel, nur dass bei dem noch Flammen aus dem Boden kommen. Das ist die einzige Schwierigkeit, die noch dazu kommt, aber es ist ja wirklich eine Kleinigkeit. So, wir nehmen das Ding und schieben es woanders hin. Mario und Luigi ließen Larry Cooper in Festung 7 alt aussehen. Bowser's Burg wird Prinzessin Toadstool gefangen gehalten. Kann das Heldenduo sie retten und friedliche Dinosaurierland, also das friedliche Dinosaurierland, von dem Bösewicht befreien? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal gucken. Was sagt denn... Also anscheinend hat das letzte Level keine... Yoshi-Coins. Ich werde Folgendes machen. Das ist das letzte Level und das werde ich auch zuletzt spielen. Ich werde jetzt wieder zurück zum Anfang gehen und die Star World machen. So, ihr seht doch, hey Mann, du kannst doch von da die Star World machen. Aber ich will sie gerne von Level 1 aus machen. Mir ist das irgendwie wichtig, solche Sachen. So, das heißt, wir gehen jetzt ganz weit hier zurück. Ganz weit zurück. Wir gehen jetzt spazieren. Okay, spazieren. Gehen spazieren. Ach ja, und sehen noch mal so, was wir alles so verrückte Sachen hinter uns hatten. Ich glaube, unten lang wäre ich schneller gewesen. Ah nee, doch, war alles richtig. Ich dachte, ich würde hier aus der anderen Röhre da unten rauskommen. Nö, das ist super der Weg. So, damit kommen wir langsam, aber sicher zu Star Wars. Und die findet sich genau hier. Also wäre ich jetzt im Bowser's Portal reingegangen, wären wir unten rechts rausgekommen. Aber ich will, ist ja so, hier anfangen und nicht da unten. Weil ich finde auch die Level, ich weiß nicht, ich finde, das ist authentischer. So, hier machen wir weiter und zwar im nächsten Part, Star World. Jedes von diesen Leveln hat ein Secret Exit. 5 Level sind es insgesamt und danach kommt noch mehr. Oh, habe ich schon so viel gesagt? Ihr wisst sowieso schon alle Bescheid. Vielleicht gibt es ja diese eine Person, die noch nicht das Spiel auswendig kennt. Also jetzt weiß, was in diesem Spiel noch da ist. Und für den machen wir noch diese coole Geheimnishalterei raus. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.